Oi, Quallen? Irgendwo da unten. Freund, Feind? Okay, im Moment kein Feind. Ah, dammit. Oh klar, hallo, wie geht's denn so? Schwerttanz. Nein. Seriously. Oh, und jetzt bin ich wieder hier oben. Kann man eigentlich mehr Markierungen setzen? Okay, das ist gut. Einfach nur, weil quasi ich mir gedacht habe, okay, du hast da zum Beispiel noch einen Boss. Ne, Quatsch. Du hast... Ja, oder theoretisch doch. Du hast da entweder noch einen Boss bei so einem Baum oder du hast keinen Baum und dann kannst du entsprechend dann irgendeinen Marker dahin klatschen, damit du weißt, ah, okay, da ist keiner mehr. Oder da ist einer, je nachdem. Ich hätte jetzt theoretisch da diesen Totenkopfmarker da verwendet, um den da beim Baum hinzuklatschen. Stimmt, hier waren ja die. Damit ich dann weiß, oh, da ist nichts mehr. Hätte ja sein können, dass da was hinter ist. Oh hey, und jetzt regnet's, Mendo. Kann ich jetzt nicht wieder rausgehen? Katakomben am Wegesende. Da bin ich nicht, aber nice try. Viel Glück beim nächsten Mal. Hört sich an wie eine Falle. No. No. No, no, no. Illusionäre Wand?
You're kidding me. Schon wieder so ein Runenbogen. Wurzelharz. Da springe ich erstmal vor Freude. Ist das so ein Pfahl? Oh, ich bin vom Boss. Okay. Also, wo auch immer ich jetzt hätte hingehen können, ist scheinbar wohl Latte. Ich habe den Weg zum Boss gefunden. Geisterrufer-Schnecke. Schnecke? Wo ist das eine Schnecke? Wo ist das eine Schnecke? Da hat wohl jemand in Biologie nicht aufgepasst. Wait a second. Wait. Ah, das ist nicht der Boss. Ich sehe jetzt erst, dass das nicht der Boss ist. Das ist nur so irgend so ein Ad. Was man erst umkloppen darf. What the? Ich sag ja Anime. Oh, geiler Angriff. Ach, da ist die Schnecke. Ja, okay. Oh, jetzt kapier ich's. Oh, warte mal. Der Bosskampf ist so ähnlich wie, glaube ich. Der Bosskampf ist, glaube ich, so ähnlich wie hier von Dingensbummens Bloodborne, ne? Die Hexen. Wait. Goddammit. Okay, ich weiß, wie, wo der Gegner ist. Das Leuchten. Ist die Schnecke einfach nur ein paar Meter weiter nach links geteleportiert? Wow. Cooler Angriff. Jetzt steht die einfach hier. Asche des Schimmersteinzauberers. Ja, ist so ähnlich wie die Hexen. Ich glaube, die Hexen hatten doch auch, glaube ich, hier irgendwelche Ads spawnen lassen. Und du musstest halt durch die Gegend latschen, damit du dann die finden konntest, weil die unsichtbar waren. Aber wenn du in ihrer Nähe warst, konntest du sie sehen. Dann mal raus hier aus dem Kabuff. Ich wollte schon sagen, wo ist das denn eine Schnecke? Hat wohl auch jemand dann gesagt, das ist eine Katze. Sag mal, das ist ein Flugzeug. Katze. Flugzeug. Katze. Okay, ist eine Katze. Ist eine Katze und du bist ein Waschbecken. I know, I know. Wollen wir nicht alle am liebsten ein Waschbecken sein? Warum gerade ein Waschbecken? Keine Ahnung. Aber Klein Timmy sieht da, wo ein Flugzeug ist, eine Katze. Ja, weiß der Geier warum.
Oh, Mello. Und auf dem Weg wird so viel geben, was mich ablenken wird. Tomorrow, du wolltest doch zum verdammten Turm hin, oder nicht? Ja, aber da ist was auf dem Weg und guck mal, siehst du, da ist wieder was mit Siegel oder so. Ah, das war da, wo der Drache war, okay. Des Kuckucks. Okay. Lass mich raten, einfach nur so ein Kuckucksritter oder was? Mit einem großen Gesundheitsbalken? Beides. Seriously? Ach komm schon, Mann. Oh. Ging sich nur aus. Oh, stimmt, der Zauber hier. Aua. Karianischer Ritter Bolz. Au! Seriously? Das hat mich noch treffen können? Ach, jetzt dreht er ja erstmal seine Runden wieder, okay. Ja, scheiße, wenn da die unsichtbare Wand ist, wa? Oh. Fußrodar hast du auch drauf, oder was? Komm, lauf gegen die Wand. Ach, Dreck. Warum konnte ich den am Anfang auf die Knie zwingen, aber jetzt nicht mehr? Komm, ein Treffer noch. Na, geht doch. Großschwertphalanx. Sein Angriff habe ich da bekommen. Okay. Kann ich aber bestimmt auch nicht verwenden. Ach stimmt, da wollte ich ja nachgucken, ob ich die verwenden kann. Hä? Ach, geht das auf dem Siegel nicht? Musst du extra ein paar Meter weiter daneben stehen? Ha. Oh, hier singen schon wieder ein paar Fledermäuse.
Schon wieder Quallen. Warum sind hier so viele Quallen? Schimmert der weiß? Ja. Warum das denn? Oh, der hat gar keinen Kopf. What? Wait, kann ich den nicht angreifen? Doch, kann ich. Ah, der verschwindet hin und wieder mal, okay. Ah, bei ihm funktioniert das aber nicht, weil er keine Birne hat. Nee, funktioniert einfach nicht. Weil er keinen Kopf hat, kann ich sowas nicht machen. Ah, das war dumm. Ach, jetzt zaubert der auch noch. Bye bye. 1320 Hohn. Und ein bisschen was zum Heilen, war sonst nix. Schade. Ich dachte, der wird was geben. Weil ich meine, der sah ja schon so einzigartig irgendwie aus, also hätte man ja vermuten können, dass der irgendwas gibt, ne? Oh, noch so einer. Ja gut, jetzt ist ja nicht mehr so einzigartig. Die vier Glockentürme. Lass mich in Ruhe, Junge. Das ist ein Teleporter. Zerfallene Lande. Ey, ich sehe da was anderes Zerfallenes auf mich zurennen gerade. Okay, gut, dass mich das gerade getroffen hat. Au. Au. Das war nicht gut, dass das mich getroffen hat. Oh, ich habe nichts mehr zu heilen. Ich muss dringend weg, habe ich gerade gemerkt. Es sind mehrere Teleporter. Der hat mich totgehustet. Was eine Sau. Ah, ja, cool. Ja, gut. Dann mal wieder von vorn, wa? Wo bin ich überhaupt?
Das sieht aus, als hätte ich irgendwo unterwegs eine Gnade übersehen. Aber sowas von. Hier muss irgendwo eine Gnade gewesen sein. Aber so wie das gerade ausgesehen hat, sind das da oben mehrere Teleporter, wo ich allerdings so einen komischen Schwertschlüsselstein oder so ähnlich benötige und davon gleich mehrere? Ja. Ha. Frag mich, wo die mich hinführen. Ist das da hinten eine Höhle? Oh, da ist noch so ein Geisterzombie. Ein Lager. Oh, hi. Ah, oh, unten Flokati. Au, ja, schönen Dank. Magische Scheiße wieder im Anflug. Gab's hier wenigstens irgendwie... Nein, gibt's nicht. Keine Gnade. Keine Gnade im Sicht. Nee. Nicht. Gar nichts. Aber bestimmt irgendwelche Items oder so, wa? Hoffentlich welche, auch die wirklich gut sind. Das wahrscheinlich nicht. Aber ich kann gerade nicht glauben, dass hier keine Gnade in der Nähe ist. Man musste wirklich so ein ganzes Stück weit durch die Gegend reisen? Ha. Da ist auch keine Gnade. Sieht zumindest nicht so aus. Warum sind da so viele rote Quallen? Die sind bestimmt automatisch aggro, wenn ich da hinkomme, wa? Ha. Hier teilweise, by the way. Hi, wie geht's denn so? Ich kapiere es immer noch nicht. Zwei zum Preis von einem, cool. Wie ich hier teilweise irgendwie so rumsitze. Hallo! Mit offenem Mund. Als würde ich warten, dass eine Fliege reinfliegt. Damit ich was zu essen habe. Kisten? Blutgerinnsel eines Albino... Nee. Albinaurig? Albinaurig? Was dit?
Man ist in einem Binaurik. Kann ich den runterwerfen? Oh. Oh, nee, das ist ne. Das ist mein Scheiß. Ich dachte, hier wäre eine Gnade gerade. Ist das da unten wieder so ein Riesenzombie? Ja, oh hey, das ist so eine Kutsche. Kann ich die auseinandernehmen und ich kann dann irgendwas aus der Kutsche holen oder so? Müsste ich mal ausprobieren. Oh. Zwiebelbirne. Oh, klar. Und gleichzeitig auch noch die Wache. Oh. War ich nicht. Da schießt einer von oben. Ich dachte, der wäre tot. Nicht tot. Dreck, die Kamera. Heilige Scheiße, manchmal die Kamera, ne? Ist der wieder nach oben gelatscht irgendwie? Nee, das ist ein ganz anderer. Das ist nicht dieser komische Ritter. Da ist irgend so ein Typ mit einem Krückstock in der Hand. Sag mal, Gandalf. Du bist beim falschen Herr der Ringe-Film gelandet. Ich höre den Ritter. Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Meine KI ist nicht dafür gedacht, zu klettern. Ja, ja, bye. Bye. Aber wobei, hier könnte er hochlaufen, theoretisch. Ich kapiere es immer noch nicht. Entweder muss man von der Seite oder von hinten oder von vorne. Ah, ja, oder. Du hörst, dass du den Finisher machen könntest, aber nope. Nix ist. Oh, schon wieder so ein blöder Runenbogen. Der denn her? Kurz in die andere Richtung laufen. Ich will wissen, was die Quallen da bewachen. Eventuell haben die ja irgendwas Interessantes. Blutfett. Oh, und noch was? Quallenschild.
Der Kopf einer Geisterqualle, die man im Zwischenland oft über heiligen Boden heiligen Boden schweben sieht, wird unmodifiziert als Schild geführt. Der durchsichtige Kopf ist extrem leicht, doch das geschmeidige Fleisch bietet absolut keinen Schutz gegen durchbohrende Angriffe. Einzigartiges Talent, ansteckende Wut, stachelt den Zorn der Qualle an, der euch durchströmt, verstärkt für einige Zeit eure Angriffskraft. Okay. Also einfach nur ein richtig schlechtes Schild, was aber... Wobei körperlich ist irgendwie... Das Teil ist gerade nicht unbedingt schlechter als meins. Wenn nicht sogar besser. Wenn nicht sogar besser. Aber dafür kann ich dann meine Art nicht dann verwenden, wenn ich... Zweihand nutze. Nicht Zweihand nutze, wenn ich Schild nutze. Oh well. Ich habe eine Qualle auf dem Rücken. Okay. Man kann ja mal ein Weilchen damit durch die Gegend laufen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber da muss man schon mal auf die Idee kommen, den Kopf von der Qualle als Schild zu verwenden. Ich meine, das Ding ist doch super weich. Oh.